Schau mal nach oben. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße! Auf eine Pinside, nein! Muss ich hinsetzen, die Chest abbauen und dann bekomme ich die Spammer. Server closed. What the fuck? Der Server ist einfach weggecrashed. Und der Befehl ist jetzt schon ausgeführt und ihr seht, ich kann den OP-Befehl benutzen, ich kann den Kick-Befehl benutzen, kann ich auch einmal kurz hier zeigen. Und dann könnt ihr den Server ganz normal griefen und ja. Ich würde sagen, das ist doch einfach krass. Youngs on the man, get the cash when I can, got a pint for the low in the bag and I'm saying so far shout it, coming down. Bevor das Video hier einmal anfängt, ich verlose an jeden meiner Abonnenten, der unter diesem Video hier kommentiert, 3x 10 Euro Paysafe Cards. Unter anderem verlose ich auch noch 2x 10 Euro Paysafe Cards unter dem Video von Rainer Wahnsinn. Aber auch nur, wenn ihr seinen Kanal abonnieren geht und bei ihm unter seinem Video ebenfalls kommentiert. Rainer will auch noch für seine Abonnenten 200 Free Alts verlosen, also guckt unbedingt bei seinem Video vorbei, weil er schließlich der Macher von diesem unglaublichen Bypass ist. Yo Leute und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Ihr habt es, denke ich mal, schon im Pre-Intro gesehen. Wir nehmen heute mit Rainer Wahnsinn auf. Hallo. Und das ist der Macher vom Client und auch der Macher vom Bypass. Es ist erstmal ganz wichtig, dass er, wie gesagt, ihm auf seinem Channel das Video erstmal kommentieren geht und ganz wichtig, seinen Kanal abonnieren geht. Und falls ihr natürlich auch den Client hier benutzen wollt, dann könnt ihr ihn bei ihm kaufen. Und es ist einfach total krass, was er gefunden hat. Das kommt halt wirklich an den Garploid-Client von Garkulim ran, weil man sich damit teilweise auch auf Servern OP geben kann. Und ich denke mal, ich lasse dich jetzt einfach mal kurz erklären, was das Modul macht. Nämlich, es gibt eine Funktion im Client, mit der ihr auf Revinzeit zum Beispiel einfach alles zerschrotten könnt. Also, dass es zum Beispiel Ender Dragons hier spawnen lassen könnt oder ja irgendwie alles mit Blöcken voll spammen könnt. Und das Einzige, was ihr dazu braucht, ist Creative und das hat man hier ja netterweise vom Revinzeit-Team bekommen. So, wir sind jetzt dann in der ersten Runde. Ich habe das gerade einmal zu sehr übertrieben und mein Game ist gecrashed. Deshalb platzieren wir erstmal einen Spawner. Ich mache das gleich mit einem Lava-Spawner. Ich sehe hier schon Ender Dragons kommen. Ja, ja. Scheiße. Oh Gott. Und wie gesagt, jeder Spawner bringt einfach nochmal neue Spawner. Ich weiß nicht, wie viele es sind, aber es werden Tausende sein. Ja, es fängt jetzt schon so krass an zu laggen bei mir. Wir können jetzt auch mal kurz bei den anderen Spielern drüber gucken. Mit Freecam hier. Da sind auch schon überall Spawner platziert. Und das ist einfach unspielbar jetzt. Ja. Und jetzt kommen Ender Dragons und ja, das kann man komplett vergessen. Stellt euch das mal vor. Ich würde sagen, in der nächsten Runde machen wir das dann einfach mal mit Lava. Weil dann... Da müssen wir aber so ein bisschen warten auch so. Ja, dann laggt die Aufnahme auch nicht so. Und ihr seht schon, es wird wirklich unspielbar. 10 FPS und es geht noch weiter runter. Es sollten auch demnächst die ersten Spieler, denke ich mal, liefen. Es werden auch immer mehr Ender Dragons und irgendwann wird der Server abstürzen, so viele sind es. Ja. Man sieht jetzt auch schon teilweise, dass die Ender Dragons immer langsamer fliegen. Der Server immer mehr überlastet ist. Schau mal nach oben. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Auf Revinzeit, nein. Dieser Server. Und das geht, wie gesagt, bei jedem 1.8.5 Server, oder? Und auch alles davor, ja. Ja, genau. Und ihr könnt euch teilweise jetzt leider nicht auf Revinzeit, weil hier eine Option nicht enabled ist, aber ihr könnt euch teilweise auf Servern genauso wie mit dem Garploid-Client OP-Rechte geben. Und ja. Und sogar noch mehr wie mit dem Garploid-Client, weil der Garploid-Client hat ja nur auf Vanilla funktioniert und das hier funktioniert auch auf Spyguard-Servern, also sowas wie Revinzeit mit Plugins und alles. Ja, ja. So, wir sind jetzt in der nächsten Runde. Ich hole mir jetzt mal mit .map-Spammer direkt mal Lava. Ups, ich muss noch warten. Jetzt habe ich das. Muss ich hinsetzen, die Chest abbauen und dann bekomme ich die Spammer. Server closed. What the fuck? Der Server ist einfach weggecrashed. Was ist los bei denen? Also, ich glaube, wenn zwei Leute das machen, dann hält der Server das nicht mehr aus. Muss nur einer machen. Okay, dann machen wir das gleich in der nächsten Runde einfach nochmal. So, ich habe jetzt hier mal in meiner Hand diesen Lava-Spawner. Also, es wird jetzt alles voll mit Lava gemacht werden. Passt mal auf, Leute.
Ja, und ich guck jetzt. Mal diesmal nicht den Server zu crashen. Ich habe jetzt nur einen Spawner gesetzt. Passt mal auf, was jetzt passiert, auf allen Grundstücken. Ja, ich sehe das jetzt auch schon aus meiner Sicht. Also das könnt ihr dann auch noch auf meinem Kanal checken. Wir machen das gleich auch nochmal umgekehrt, dass ihr das seht bei Rainers Sicht. Das kommt halt direkt bei mir an. Bei mir ist jetzt übrigens auch schon wirklich alles voll mit Lava. Also der ganze Boden ist fast bedeckt. Unmöglich, das jetzt noch normal weiterzuspielen, wenn man hier jetzt irgendwie versucht, was zu bauen. Aber die Lava fließt bei mir auch schon gar nicht mehr so. Ja, der Server leckt halt einfach. Wir müssen aufpassen, dass er nicht wieder wegcrasht wie eben. Deshalb haben wir uns übrigens auch dazu entschieden, das halt einzeln zu machen, weil halt wirklich, selbst wenn nur zwei Blöcke platziert werden, kann das schon anscheinend den Server crashen. Das ist echt krass. So, alles voll. Auch so in dem Bereich, wo man nicht bauen darf, ist ja schon überall jetzt schon Lava. Ja, kann ich auch nochmal kurz den Freecam zeigen. Es sind auch nur noch wir beide und ein anderer Spieler. Ja, geil. Ich glaube, wir können in die nächste Runde gehen. Ja, würde ich sagen, dann machen wir das noch einmal aus meiner Sicht. Bis gleich. Ja. Da sind wir dann nochmal in der letzten Runde, bevor wir zeigen, dass man sich auch OP'en kann hiermit. Und dieses Mal nehme ich einfach Bedrock, weil sich das halt auch stapelt. Und wenn ihr Rainers Sicht sehen wollt, da könnt ihr dann auch sehen, wie schnell das bei ihm jetzt einfach schon ankommen wird. Jetzt ist schon alles voll fast. Also ja, es ist wirklich komplett lächerlich. Ja, hier stapelt sich das dann auch. Und wie gesagt, das kann so hoch werden, wie weit man halt bauen kann, natürlich. Versteht und sich von selber. Dem Spawner ist es egal, ob man bauen kann oder nicht. Test mal übrigens bitte, ob man meine Blöcke abbauen kann, also die Bedrock-Blöcke. Also, auf meinem Grundstück kann ich sie abbauen, aber neben nicht. Also, den Großteil kann man nicht abbauen. Oh ja, stimmt. Ach ja, stimmt, die werden ja wirklich überall platziert, lol. Ja. Und das, obwohl man nicht mal OP-Rechte hat, kann man die Leute schon so sehr griefen. Und jetzt ist auch wirklich schon bei mir fast alles voll. Ich würde sagen, ich schneide dann jetzt auch noch einmal, bis hier ein paar Spieler gelieft sind und bis man sich die Kunstwerke von den anderen Spielern angucken kann. So, jetzt nochmal aus meiner Sicht. Ihr seht schon, es stapelt sich schon alles richtig und jetzt schon alles vollgemüllt. Also kann man auf jeden Fall noch sehr gut das Spiel spielen. Die Legends werden Spaß haben. So, es sind jetzt noch 20 Sekunden. Ich würde sagen, ich platziere jetzt einfach mal noch einen, dass das noch ein bisschen übertriebener wird. Und dann sehen wir gleich mal, was die Spieler zu den Kunstwerken hier sagen. Und das Witzige ist, es hört ja jetzt nicht mehr auf, weiter zu spawnen. Wie die das alles unkommentiert stehen lassen. Es juckt sie alle gar nicht. Syrien. Wieso hast du da Bedrock hingemacht? Junge, wie Leute meinen, dass das hier Syrien ist wegen dem ganzen Bedrock. Junge. Alles zersprengt. Ja, echt gut gebaut. Das ist Augenkrebs, also finde ich wirklich nicht schön hier. Muss eigentlich gesprengt werden. So, wir werden jetzt unsere Blöcke mit weggesprengt. Oh, da schreibt auch schon jemand Hacker. Oh, sie werden ja neu reinplatziert. Was soll das denn hier sein? Ach doch. Ja, ich glaube, die reagieren jetzt nicht mehr so viel. Also würde ich sagen, wir gehen jetzt noch einmal auf den privaten Server von Rainer und zeigen euch da, dass man sich halt auch OP auf Spygoat-Servern geben kann. Bis gleich. Wir sind jetzt einmal auf dem privaten Server von Rainer. Für den OP-Befehl bzw. für jeden Befehl, den ihr auswählen wollt, braucht ihr das Plugin Permissions X. Seht ihr, hier ist drauf und der Server darf nicht über 1.8.5 sein. Es geht tatsächlich auch Versionen davor und er braucht Spygoat. Und dann gebt ihr diesen Befehl hier ein, halt wenn ihr das auf Permissions X benutzt, dann bekommt ihr normal wieder diese Kiste. Ich mach's hier nochmal. Dann baut ihr es ab. Übrigens, man braucht kein Spygoat mehr. Es geht auch auf Spygoat, das ist das Besondere. Ach so, okay, dann tut mir leid. Es geht auch auf Spygoat. Eigentlich braucht man auch kein Permissions X, aber
ein Command-Block kann keinen /op ausführen, das ist das. Okay. Also man braucht irgendein Permissions-Plugin, der halt so einen Befehl ausführen kann. Und ja. Das ist die falsche Schiene, genau. Ich wollte gerade sagen, die sieht ein bisschen anders aus. Und der Befehl ist jetzt schon ausgeführt und ihr seht, ich kann den OP-Befehl benutzen, ich kann den Kick-Befehl benutzen, kann ich auch einmal kurz hier zeigen. Und dann könnt ihr den Server ganz normal griefen und ja, ich würde sagen, das ist doch einfach krass. Wenn ihr, wie gesagt, irgendeinen Creative-Server habt, einfach ab bis 1.8.5 und mit irgendeinem Permissions-Plugin könnt ihr euch, wie gesagt, OP geben, wenn Command-Blocks an sind. Und das ist doch einfach krass. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Schaut bei Rainers Kanal vorbei, unbedingt. Er hat das, wie gesagt, gemacht. Und das ist einfach noch krasser als Garbloid, weil es halt, wie gesagt, aus Bygod-Servern funktioniert. Und das konnte Garbloid halt nicht. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt noch beide die Absage, jeweils privat. Und dann, ja. Ich kann es nur immer wieder sagen. Schaut bei seinem Kanal vorbei. Bis gleich dann.